Bleib ganz ruhig, so wie ich tue dir nichts. So, jetzt brauche ich einmal die Wall. Ich hoffe nur, das Viech ist langsam. Ich will es aber nicht rausfinden. Ah, gut. Wunderbar. So, dann können wir jetzt hier nochmal uns ein bisschen Holz holen. Das brauchen wir nämlich jetzt als nächstes viel. Ah, da bin ich schon wieder encumbered, ey. Was habe ich denn so viel? Ich glaube, Beeren. Beeren habe ich zu viel, beziehungsweise Fiber. Was habe ich denn so viel? Wood habe ich viel, Stone habe ich viel. Ja, vielleicht schmeiße ich einfach mal einen Stone raus. Das hier kann ich mir schon mal anziehen. Sieht auch, ja, jetzt sind wir auch nicht mehr ganz so nackt. Wunderbar. Und, habe ich noch irgendwas zum Anziehen gelernt? Nee, ne? Nee, nee. So, wunderbar. Dann können wir uns aber auf jeden Fall jetzt erstmal eine Thatch Wall machen. Was fehlt da jetzt noch? Fiber wieder, das war ja klar. Jetzt war mitfiebern, ja. Weißt du, mitfiebern. Und das ist. Also, in einem bin ich wirklich richtig, richtig gut. Flachwitze. Ja, ja, ja. Das ist meine größte Stärke. Nein, eigentlich nicht. Programmieren ist, glaube ich, noch besser. Aber Flachwitze kriege ich wirklich mega gut hin. Ja, da brauchen wir wieder, Alter, das ist so nervig, dass du da andauernd hier diese Scheiße so machen musst, ey. Das dauert so Ewigkeiten, bis du hier so... Ja, Alter, ich will Fiber haben. Nein, ich will das... Schmeiß das Holz weg. Junge, ich brauche einfach nur Fiber. Kann ich das rein zufällig hiermit auch abbauen? Nein, verdammt. Kuh... Oh yeah, jetzt habe ich wieder Fiber. Jetzt kann ich wieder die Thatch Wall herstellen. Es hat sich bewegt. Eins, zweimal. Und werde selbstverständlich hier hinten erst einmal mich vor den Blicken dieses Untieres schützen. Obwohl Thatch ja nicht sonderlich stabil ist, aber ich hoffe, es reicht erstmal. So, hier können wir auch gleich ein bisschen Feuerholz reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, bla 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 bla. Es zählt einfach viel langsamer als ich. Ah, mit Shift kann man das teilen. Wunderbar. Ja, dann können wir hier schon mal... Nee, ich habe gar kein Fleisch. Können wir die hier vielleicht braten oder so? Nee, das geht nicht. Die hier auch nicht. Die auch nicht. Kann man das hier braten? Nee, das kann man nur anzünden wahrscheinlich. Aber egal. Denn was ich jetzt brauche, der große Saurier ist immer noch da. Das ist gut. Beziehungsweise weniger gut manchmal vielleicht auch. Was brauche ich denn? Ja, halt's Maul. Was brauche ich denn? Ich brauche Thatch wieder. Okay, das heißt, wir holen uns einmal die Pickaxe. Ich würde ganz gerne wieder in mich rein. Ist das möglich? Ist das möglich? Kann ich wieder in mich rein, bitte? Das wäre genial. Ich will jetzt nicht im Third Person spielen, aber ich kann einfach nicht mehr in mich reinzoomen, ne? Ah, Steuerung einfach. Aha, wunderbar. Jetzt brauche ich wieder... Thatch, 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 Thatch. Thatch, 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 Thatch. So, eine Folge haben wir schon, aber ich nehme weiter auf. Das war's jetzt wahrscheinlich für euch, aber für mich geht's jetzt weiter. Von daher sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt's wie immer mit einem Daumen nach oben und selbstverständlich einem Abo, wenn ihr an weiteren Ark Survival und Minecraft und GTA 5 Videos interessiert seid. Und über einen Comment würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Egal, ob es Kritik, Wünsche, Ideen, was auch immer sind. Ich freue mich, ich lese jeden Kommentar, antworte aber nicht auf jeden. Das heißt, wenn ich nicht antworte, dann wundert euch nicht, gelesen habe ich ihn auf jeden Fall. In der Regel nach mindestens 3 Stunden habe ich die eigentlich gelesen. Es sei denn, es ist Nacht. Da dauert es dann 4. Nein, da dauert es einfach auch seine Zeit. Nein, ich wollte keine Foundation. Nein, dang it, fuck off, verdammt, scheiße. 2, 3. Dann können wir die 7 noch einmal herstellen. Was? Die 7! 7. Ja, wunderbar. Und dann haben wir hier uns erst einmal soweit abgedeckt vom... Oh, hallo.
Vom Platz her, so die 3 hier. Nein, nicht die 3. Die 4. Die 4. Und die 4 können wir auch hier vorne hinsetzen. Und hier vorne kommt eine 7 hin, damit hier eine schöne Wand ist. Hier kommt noch eine 4 hin. Jetzt brauche ich wieder was. Fehlt mir denn zur 4 wieder jetzt? Alter, Thatch habe ich auf jeden Fall genug. Jetzt fehlt wahrscheinlich Holz, ne? Nee, Fiber wieder. Verdammt. Brauche ich wieder Fiberglas. So, erstmal unequippen. Brauche ich was zu essen? Ja, ich könnte mal die Null mir reinpfeifen. Ich habe mir eine Null reingepfiffen. So, haben wir hier wieder genug Büsche. Und da ist was im Busch, ja, Bären. So, ich sag zu viel so, so, aber das Wasser sieht voll geil aus. Sieht mega geil aus. Ich hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal besseres, Wasser gesehen habe in Game. Aber es hat schon was Geiles. Ja, es sieht, also das ganze Spiel hat was Geiles. Es sieht einfach nur mega geil aus. Es sieht hübsch aus, sieht schön aus. Es ist idyllisch und es ist ein eine beeindruckende Umsetzung des Themas Dinosaurier und Co. Faszinieren mich sowieso schon von Kindesbeinen an, aber wenn man dann in der Welt quasi spielen kann, dabei sein kann, ist es natürlich nochmal um einiges geiler, ne? Weil von Träumen ist meistens nicht so geil. Das habe ich früher nämlich gemacht. Ja, Träumen ist auch so eine Sache, ne? Es soll Leute geben, die ihre Träume steuern können. Und das würde ich so gerne machen. Schreibt mal in die Comments. Kann einer... Kann einer von euch seine Träume steuern? Schreibt's mal in die Comments. Und hier war jetzt ein Viech. Das gefällt mir gar nicht. Nein, das war falsch. So, die 4 hier einmal. Haben wir dazu gemacht. Oh ja, ich krieg's noch einmal hin. Einmal krieg ich's noch zu. Wunderbar. Jawohl, und das Haus ist soweit fertig. Jetzt würde ich nur ganz gerne halt warten, bis Tag ist. Aber ich habe leider kein Hide. Das heißt... ich kann mir keinen Schlafsack craften. Oder den Speer brauche ich sowieso. Und jetzt fehlt mir was? Flint, okay. Geh weg, Fliege. Dämliche Fliege hier. Was könnte ich mir denn mal craften, ohne rausgehen zu müssen, weil ich keine Ahnung habe, was sich da draußen bewegt. Selbstverständlich fehlt mir ein Flint. Sieht aber frei aus. Ich hoffe nur, es ist auch frei. Ich zünde mal das Feuer an. Nein, da oben ist es leider nicht frei. Hoffen wir, dass er da oben bleibt, der Dino. So, was brauchte ich? Flint, ne? Ja, ganz genau. Dann hole ich mir jetzt erstmal Flint. Indem ich hier hingehe. Und den Berg schlage. Weil ich mag den Berg nicht. Flint, yay. Stone haben wir auch. 6 Flint. 1 Stone kann es sein. Dass man... Ja, mit der Axt kriegt man einfach mehr Steine dann von Felsen. Das ist sehr lustig. So, wunderbar. Dann werde ich mich jetzt zurück verpissen in mein Haus. Pissen tut's ja auch, aber ich werde mich auch verpissen. Und ja, schweigend in der Hoffnung verweilen, dass kein böses Monster sich anschleicht. Mir ist kalt, bin aber in der Nähe des Feuers. Dann kann ich noch was essen. So, den Speer muss ich auf jeden Fall schon mal in die Hand nehmen. Das wäre ganz nützlich. So, und dann
Ja, die können wir auch herstellen. Und was wollte ich mir machen? Eine Fackel ist nützlich. Können wir eigentlich auch mal machen. Engram Thatch Doorframe. Thatch Roof. Ja, können wir auch schon mal herstellen. Ist ja nichts dabei. So, hier können wir auf jeden Fall mal einen Map Marker machen. Wo befinde ich mich? Das wäre wirklich genial, das zu wissen. P. Haus. Ich nenne es einfach mal Haus. Kann man das so machen? Ah nee, hier. Oder? Ah nee, das war falsch. P at Map Marker. So. Das sieht man natürlich grandios gut. Dann machen wir mal 010. Haus. 1090. Haus 2. Zehn90. Aha. So. Ja, so. Aha. Ja, gut. Dann können wir nämlich hier erstmal bei 70 und 10 hier unser Haus markieren, damit wir das auf jeden Fall wiederfinden. Echtes Haus. Accept. Ah, machen wir es mal. Machen wir es mal auf 20 und 70. So, echtes Wohnhaus. Accept. So, wunderbar. Ja, so sollten wir das Haus finden. Und dann kann ich natürlich Remove Markers machen. Hier einmal Remove, dann Remove und Remove. Und Close. So, jetzt haben wir nur noch das echte Wohnhaus markiert. Das ist wunderbar. Und können uns jetzt hier quasi erst einmal heimlich einrichten, beziehungsweise heimelig, nicht heimlich. So, wir haben hier noch eine Thatch Foundation, die könnte ich theoretisch hier vorne hinsetzen. Passt sie? Ja, sie passt. Aber das ist ja dämlich, da kann ja jeder rein dann. So, dann mache ich das so. Was können wir denn mal craften jetzt gerade? Es ist scheiße, weil jetzt im Moment Nacht ist und ich einfach nichts machen kann dann. Den Speer habe ich. Das ist ganz nützlich, weil ich dann Viecher erledigen kann. Craftables. Können wir schon eine Truhe craften? Nee, ne? Schade. Lass mal gucken. Kann man die? Kann man die? Nee. Ja, dann mache ich lieber ein Dach. Ich mache mal ein Dach. Thatch Roof. Hier haben wir sogar noch eins. Dann können wir hier vorne so ein bisschen quasi Toilette reinmachen oder sowas. Auf die 8 hier. So. Können wir noch eine 8 herstellen? Nee, eine 9? Können wir, ja, eine 9 können wir herstellen.